Hallihallo, ihr liebe Leid. Ich zeig euch die Skulltullersheit. Die haben wir all noch nicht gefunden. Drum gehe mir jetzt in den Brunne. Ist wie? Ja, hallo und herzlich willkommen am Rosenmontag. Dieser Part zumindest online kommt. Ich bin schon voll in Stimmung, ja, total. Und deswegen wird die... ich bin in Stimmung, ja, total. Drum wird das jetzt für euch eine Qual. Wenn ich hier meinen Reim mache, dann wird's hier wirklich kein guter Tag. So. Hi-ya. Killed me. Ja, das hab ich ja wohl gemacht. Drum sage ich jetzt gute Nacht. Weißt du, du brauchst gar kein weil die Fanfare vom Skulltullers-Sound klingt ja fast schon so Da brauche ich gar keinen Tusch mehr. So, okay. So, apropos Tusch. Das ist doch Fusch hier. Machen wir mal die Skulltuller weg. Mit einem Bumerang. Ich töte dich mit einem Bumerang. Das gibt bestimmt den schönsten Klang. Na, so schön klang's nett, drum bin ich schmett. Matrix. Oh yeah. Doch eine Skulltula, die steht noch aus. Wo ist sie dann in diesem Haus? In diesem Brunne hab ich sie noch nicht gefunden. Du gehst jetzt durch die Tür und dann sag ich sage dir, die Fledermaus, die töte ich jetzt. Und dann, das Fetz. Scheiße, mir ist kein Reim eingefallen, was soll ich machen? Spontan Reim ist auch kacke, ey. Herzlich willkommen, Goldskulptur. Ihr sagt auch immer nur dasselbe. '79 habe ich schon. Das ist doch wirklich reinster Hohn. Drum gehe ich auf den Friedhof jetzt. Den Aufenthaltsort der Skulltula ich jetzt verpetz. Mit Käferlein, ich kann's euch sagen, tu ich sie aus dem Loch rausjagen. Ich fange die Käfer wieder ein, dann wird die Spinnensuche fein. Nun komm heraus, du Spinnenkind. Ich mach aus dir. Ein Rind. Vieh. Ein Rosenmontag-Special-Part. Nee, fällt mir gerade drauf ein. Egal. Kakariko ist gesäubert. Jetzt guck dem Mo, wer ist denn da? Der Keanu-Ei, wie wunderbar. Der versteckt sich hier in seinem Loch. Doch töten tun wir ihn doch. Wart's nur ab, wenn ich ihn kriege. Dann wird der Link wohl hier obsiege. Und dann gehen wir in die Höhle noch. Ich hatte Frau und Kinder. Getötet habe ich dich ja doch. In Dodongos Höhle sind wir wieder. Drum spiele mal die alten Lieder. Wem das jetzt ist zu langweilig, dann sage ich jawohl, dich. Denn wir spielen jetzt die Hymne der Zeit. Seid ihr jetzt für den Rest bereit? Schaffen wir's oder schaffen wir's nicht? Das wird jetzt wirklich echt mal fett.
Das nimmt ja wirklich gar kein End. Den Aufenthaltsort hab ich verpennt. Was mache ich bloß? Was soll ich machen? Das ist ja wirklich nett zum Lachen. Irgendwo da hockt sie drunter. Und ich denk mir, ei so ein Wunder. Was soll ich denn hier noch machen? Das ist ja wirklich nett zum Lachen. Jetzt habe ich zweimal dieselbe Reim gebracht, das ist doch scheiße. Okay, komm. Alles gut, Ulla. Hust und Ächz und Keuch und Schnauf, so hört wohl mein Leben auf. Sogar der Luke Miller, der tut jetzt Reim. Da sind wir wieder bei den Gegnern. Skulltula-Schädel lassen wir jetzt regnen. Bombe packen wir auch noch aus. Und dann sage ich Eiderdaus. Das ging ja wirklich voll daneben. Die Bombe, die bleibt einfach nicht kleben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was bin ich dann für ein dummes Schwein? Da hockt sie und sagt mal wieder nix. Ich töte sie. Und zwar sehr fix. Feurig wird es auch noch hier. Zum Glück habe ich eine Bombe bei mir. Was haben wir da? Eine Statuenarmee? Da sage ich doch, oh wei, oh nee. Explodieren werden sie alle noch. Ihr glaubt mir's nicht? Ja doch, ja doch. Ja. Jetzt müssen wir doch noch da oben drauf. Ich glaube, ich bin voll im Vollsuff. Voll im Vollsuff. Ja, so nenne ich den Part. Das wird echt zart. Tschüss. Meas Matado. Jo. Aber wir sind immer noch nicht fertig hier. Ich gönn mir erst einmal ein Bier, denn sonst tu ich das nicht aushalte. Und ihr, Ich könnte irgendwas mit Verwalte sagen. Was soll ich denn Verwalte hier? You killed me. Ich tue ja nichts verwalte. Gut, ich schaffe bei der Stadtverwaltung. Sammeln wir das Drecksvieh. Jawohl. Ach. Wunderbar. Aber was haben wir eigentlich noch? Gucken wir mal ins nächste Loch. Ins Horasreich. Da sind wir wieder. Das gibt jetzt ein wahres Tötungsgewitter. Widder auf Widder. Im Baum, da hockst du auch noch drin. Macht das denn wirklich einen Sinn? Verstecke kannst du dich ja doch nicht. Ich töte dich, das wird echt fett. Das hat sicherlich wehgetan. Ich ziehe dir auch den nächsten Zahn. In Jabu Jabus Bauch mir sind. Wer hat nur verschluckt dieses alte Kind? Das alte Kind? Was habe ich da gesagt? Egal. Ich bin so schlecht im spontanen Reim. Ich könnte niemals Freestyle-Battles, Rap-Battles machen. Obwohl, ich könnte mal anfangen, hier diese...
Mistviecher hier mal hier zu dissen, oder? In so einem richtigen Diss-Track. So. Aber die sind ja auch nicht unser Ziel. Wir wollen ja hier die Skulltulla mal erledigen. Au! Ja, richtig, richtig. Diese unsichtbaren kleinen Pissen. Wollen wir sie fertig machen? Was wollen die denn? Vielleicht wollen sie eins in die Fresse haben. Vielleicht können wir dafür sorgen. Und warten nicht bis morgen. Stirb. Und du auch, Batman. 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 Danke, Batman. Ja, was ist los, Bruder von Batman? So. Sollen wir das Netz wegbrennen? Das finde ich ja wirklich zum Flennen. Wenn da hinten die Skulltula sitzt und mein Schwert sich in ihren Schädel ritzt. You have killed me! Was ist denn hier nur wirklich los? Das geht ja alles in die Hose. Und guck dir mal, das Funke-Mariechen hockt auch hier. Was du denn noch hier drin? Was soll das denn? Weißt du? Was soll das hier? Warum bist du noch hier drin? Wahrscheinlich, weil wir dich brauchen. Ich gebe ja zu, wir brauchen dich ja doch, weil einen Zeitenfels habe ich noch vergessen. Ich habe jetzt oft genug die Hymne der Zeit gespielt für heute. Sie sieht so auf Sack. Ich wollte nicht so viel Zeit mit diesem Part verbringen. Und dann hocke ich da in Dodongos Höhle und spiele ungefähr 30 Mal die Hymne der Zeit, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, welche Steine ich wann wie wo verschieben muss. Ich muss das irgendwie verschnellern oder so, weil sonst hält das keiner von euch aus. Oder ich mache wieder diese One Month Later. Einblendung oder irgendwie sowas. Ja, das wird lustig. Ja, also. Hymne der Zeit. Ich bin bereit. Unterm Block hockt die nächste Spinne. Ja, macht es denn wirklich noch Sinn? Mit der Schleuder kriegt sie eins drauf. You killed me! Darauf ist erstmal einen Sauf. So. Der nächste Tempel steht jetzt an. Und links steht wieder seinen Mann. Erwachsen er geworden ist. Der Octorok sich schnell verpisst. Sag ich doch. Und du? Ach so, richtig. Du bist unzerstörbar auf diese Art und Weise. Das ist ja scheiße. Weißt du, als Kind war so nützlicher Link. Wie war das? Obwohl ich jetzt groß bin, habe ich den Verstand eines 8-Jährigen behalten. Das ist, man nennt mich Detektiv Link. Entschuldigung. Vor allem 8-Jähriger. Ich weiß immer noch nicht, wie alt er sein soll. Manche sagen 12, manche sagen 10. Keine Ahnung. You've killed me. Und das aus dieser Entfernung, schämst du dich denn nicht? Ja. Ich würde mal sagen, eine machen wir noch, dann haben wir 90. Aber wo könnte noch eine sein? Hier im Waldtempel sind wir fertig. Gut. Halli, hallo, ei wunderbar. Die letzte Skulltula, die ist jetzt da. Am Rosenmond. Töte mal sie.
Nee, hör bloß auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr reimen. Ich könnte niemals in die Bütt gehen. Ich könnte niemals in die Bütt. Ach, jeder das. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Oh. Ich wohne halt in der Region, da kommst du einfach nicht drum rum. Aber ich glaube, das ist in vielen Regionen so. Wenn im Rheinland vor uns kommst du auch nicht drum rum. Und hier in Reu-Hesse ist es halt auch nicht anders. Okay, komm. Nochmal Hymne der Zeit. Wir haben sie heute noch nicht oft genug gespielt. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ah. Wer weiß, wo es uns hinführt. Wir mussten auf jeden Fall mit Hilfe dieses illustren Blockes, der dort oben erschienen ist, über die Feuerwände hinwegspringen, sodass wir die Tür dort neben erreichen können, welche einen sagenumwobenen, goldenen, achtbeinigen Schatz enthält, der uns hier wahrlich weiterbringen wird. Mein Commentary heute ist Weltklasse. Ich bin begeistert. Oh Gott, schreck mich nicht! Na warte. Da steht das alte Echsenvieh, ich töte es so wie noch nie. Die Spinne, die ist jetzt auch noch dran. Ich sag ja, Link steht seinen Mann. Drum möchte ich mich verabschieden. Seid ihr wirklich noch geblieben? Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.